Das Velocenter begrüßt euch zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir hoffen, dass die ersten zwei Videos euch gefallen haben und würden uns freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo da lasst oder ein Like. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das dann unten in die Kommentare schreiben und wir versuchen das dann wieder bestmöglich zu beantworten. Heute haben wir das neue Flyer da, das Uproc X 8.7. Das ist mit einem Carbonrahmen ausgestattet, einem 750 Wattstunden Akku von Panasonic. Fox Federelemente sind da verbaut. Laufräder sind DT Swiss verbaut. Vorne mit 29 Zoll mit einer Breite von 2,4 und hinten 27,5 Zoll mit einer Breite von 2,6. Vom Motor her ist hier ein Panasonic GX Ultimate Pro Fit verbaut. Mit einem Drehmoment, maximalen Drehmoment von 95 Newtonmeter, da kommt ihr auch jeden Berg mit hoch. So, dann der 750 Wattstunden Akku wird mit einem 6 Ampere Ladegerät aufgeladen. Da sollte da auch so 4-4,5 Stunden sollte der Akku dann wieder voll sein. Ihr könnt dann auch im System selber dann noch einstellen, ob ihr eine Schnellladung wünscht oder eine normale Ladung. Wir würden euch empfehlen, wenn ihr Zeit habt, eine normale Ladung durchzuführen, weil eine langsame Ladung ist für den Akku immer besser als eine Schnellladung. Das wirkt sich dann auf die Lebensdauer vom Akku dann aus. Den 750 Wattstunden Akku könnt ihr hier mit einem 6er Imbus entnehmen.
Leider ist kein Schloss verbaut, sodass es mit dem Diebstahlschutz nicht so gut gewährleistet ist. So könnt ihr den dann wieder einsetzen. Was hier besonders gut ist, ihr habt hier schon einen Monkey-Link-Halter verbaut. Die Kabel sind alle schon im Rahmen verlegt und am Motor angeschlossen. Ihr braucht quasi nur noch eine Lampe, gibt es verschiedene Preisklassen und Lichtstärken. Wird hier quasi mit Magnet einfach dran geklickt. Bei dieser Lampe, der Supernova M99 Mini, wäre sogar noch ein Auf- und Abblendlicht dazu. Und das könnt ihr dann hier oben ganz bequem dann von der Steuereinheit quasi an- und ausmachen. Ja. Und dann hättet ihr quasi noch Aufblendlicht, Abblendlicht. Besonders praktisch, wenn ihr irgendwo im Gelände unterwegs seid und eine gute Ausleuchtung braucht. Von der Bedieneinheit habt ihr hier das Panasonic Fit 2.0 System integriert. Von Fahrstufen her halt wählt es hier aus. Öko, Standard, der Automatikmodus und High. Dann hier oben könnt ihr das Menü durchswipen. Gefahrene Distanz, Fahrzeit. Ihr könnt das noch koppeln mit einem Pulsmessgerät, Trittfrequenz, natürlich wie schnell ihr fahrt, Licht an und aus. Wie hoch ihr gerade seid, Steigung, die ihr gefahren seid. Dann könnt ihr das natürlich noch koppeln mit der Fit E-Bike Control App, wo ihr dann Navigation und so drüber laufen lassen könnt. Hier sind noch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, wo man dann auch wählen kann mit dem Laden, Schnellladen oder Normalladen oder wie viel Kraft ihr am E-Bike-Antrieb freigebt, könnt ihr alles noch einstellen. Bei dem Vollcarbon-Rahmen habt ihr sogar die Schwinge und die Anbauteile hier. Alles komplett aus Carbon, nicht wie bei vielen Herstellern, wo der Hauptrahmen Carbon ist und der Hinterbau oftmals aus Alu. Hier habt ihr alles Carbon. Der Rahmen ist mit maximal 140 Kilo Gesamtgewicht belastbar. Des Weiteren habt ihr einen Fox Float X Performance 230x60mm verbaut. Könnt ihr auch wieder auf euer Körpergewicht hier per Luftkammer abstimmen. Dann des Weiteren ist hier der Rebound wieder einstellbar und auf der anderen Seite habt ihr noch Lockout zum Verstellen. Federgabel habt ihr eine Fox 36 Float Performance verbaut mit 150 mm Federweg. Hier könnt ihr auch wieder Lockout und hier unten habt ihr die Einstellmöglichkeit, den Rebound einzustellen, also quasi die Ausfedergeschwindigkeit und wie beim Dämpfer auch die Luftkammer hier, könnt ihr dann auch mit per Luftdruck perfekt auf euer Körpergewicht einstellen. Wir haben hier eine Shimano XT Schaltung verbaut, 12 Gang mit einer Range von 10 bis 51 Zehen. Da solltet ihr eigentlich jeden Berg mit hochkommen. Bremsanlage ist eine Vierkolben-Bremse verbaut von Shimano XT. Leider ohne belüftete Belege, aber die könnte man dann noch nachrüsten und sollte auch von der Bremsperformance ja mal locker ausreichen. Scheibendurchmesser ist 203 mm vorne und hinten. Dann habt ihr natürlich auch eine absenkbare Sattelstütze verbaut von Leaf. Und Lenker ist hier sogar ein Carbonlenker verbaut von ProTapper, Aluminiumvorbau. Was hier noch besonders ist, bei diesem habt ihr ein Multitool integriert im Gabelschaft. Eigentlich so die wichtigsten Sachen mit dran. Habt ihr quasi immer dabei, wenn ihr mal einen Notfall habt oder eine Panne oder irgendwas festziehen müsst unterwegs, ist das hier sicher im Gabelschaft verbaut. Zum Lieferumfang gehört wie schon erwähnt, das 6 Ampere Ladegerät dazu und Flyer liefert noch wie gewohnt ja, die Bordmappe mit dazu
Und was noch zusätzlich jetzt kommt, ist ein Monkey-Link-Halter unter den Sattel, auch wieder mit Magnet, wo ihr dann Reflektoren anschließen könnt oder auch natürlich ein akkubetriebenes Rücklicht. Ja, dann hoffen wir, dass das Video euch ein bisschen gefallen hat. Wir würden uns gerne sehr über ein Like oder Abo freuen und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kommentare habt, dann gern unten reinschreiben und wir beantworten das dann so gut es geht. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!